Sie ist eine der besten Schreiberinnen und Sängerinnen des Landes und ich nehme an, sie liebt Komplimente wie jeder andere auch. Meine Damen und Herren, Judith Holofernes, wie geht's dir und wo bist du? Ich freue mich sehr. Ich kann gut mit Komplimenten umgehen. So, jetzt hast du es leider Das versaut. Jetzt freut bin ich mich. so entzückt, dass ich den Rest des Interviews nichts mehr sagen kann. Ich freue mich wirklich wahnsinnig. Mittlerweile gibt es über 300 Web-Talkshows und kein Name ist so oft gefallen wie deiner. Das letzte Mal fiel dein Name, als Mieze von Mia hier zu Gast war und wir haben gegeneinander gesungen und wir haben über dich kurz gesprochen, denn sie hat mir dieses Buch empfohlen und ich habe mir das bei eBay geholt oder bei irgendwas und da ist eine Unterschrift drauf gewesen. Ist das deine? Ja, ist meine. Ist ein signiertes Exemplar. Hast du jedes Buch signiert oder habe ich einfach nur Glück gehabt? Ich habe die immer auf Konzerten und bei Lesungen und so signiert. Wie geht's dir, Judith? Mir geht's erstaunlich blendend eigentlich für die Ausnahmesituation und so. Ich komme irgendwie, also jetzt auch nicht durchgängig und so, ne? Also es ist, es war auch schon schwieriger, aber ich habe eine sehr gute Woche gerade, sehr gute Wochen. Viele haben natürlich mitbekommen, mittlerweile bist du bei Patreon unterwegs. Du hattest Lust, dieses ganze gängige System, wie Künstler in Deutschland funktionieren, zu haben, einfach mal zu verlassen und alternative Wege zu gehen und zu finden. Erklär mal kurz, wie kam es dazu? Wie bist du auf Patreon gekommen und läuft das Ganze? Ganz kurz zusammengefasst ist Patreon ja so eine Art Crowdfunding-Portal, aber als Abo. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man crowdfundet nicht sein Album und es ist nicht ein riesengroßes Mammutprojekt, sondern die Leute unterstützen mich sozusagen dauerhaft in allem Quatsch, den ich so mache. Ne? Und also einfach so in meinem Kunstmachen vor mich hin. Und das tun sie in einer Höhe, die sozusagen zu ihrem Bock und ihrem Geldbeutel passt. Und das kann man anpassen, das ist ganz flexibel und so. Und das mache ich seit November. Und das ist total toll. Also es ist wirklich, wenn ich das mit Corona gewusst hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich noch früher angefangen. Ich habe es nicht deshalb angefangen. Ich kann aber natürlich jetzt sagen, dass es in dieser Situation ein totaler Segen ist. Also ich habe einfach ein... erstens habe ich mir so einen Raum im Internet geschaffen, der einfach total kuschelig und gemütlich und innig ist. Ne, alle anderen können sich irgendwie in den sozialen Medien abstressen. Ich mache das nebenher auch noch, aber ich habe sozusagen meinen eigenen Raum, wo ich mit meinen Leuten abhänge. Das ist sehr schön. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich jetzt einfach auch einen Puffer. Ne? Also ich bin einfach aufgefangen. Für mich ist es jetzt erstmal nicht so dramatisch, wie es für andere Künstler ist. Und für viele andere Künstler ist es ja wirklich im Moment existenzbedrohend. Und ich hatte mich sowieso darauf eingerichtet, dass ich sozusagen vom Sofa aus schöne Kunst mache für meine Patrons und die mir bei allem zugucken können und so. Ne? Das ist so sehr, die sind ja so sehr dabei. Und das passt natürlich wahnsinnig gut zu dieser Zeit. Also besonders sozial isoliert bin ich nicht. Ich muss dir an der Stelle mal sagen, es ist so schön, deine Stimme mal wieder zu hören. Ja, wie schön. Du warst ja ein bisschen weg, ne? Kann man ja schon sagen. Also du hast einen längeren Podcast gegeben, Podcast-Interview, bei dem du viel erklärt hast, wie du das warum getan hast. Und auf deinem Instagram-Account steht ganz lustig, ehemals die von Wir sind Helden. Fand ich großartig. Vormals bekannt als die alte von Wir sind Helden, aber es hat von den Zeichen nicht hingepasst. Wir kennen und lieben dich natürlich alle von Wir sind Helden. Und das ist nun, wenn man überlegt, auch schon so lange her eigentlich. Nicht mal eigentlich, es ist wirklich schon lange her. Wie weit fühlt sich das für dich weg an? Es ist eigentlich natürlich weit weg. Ne? Also es sind jetzt, glaube ich, 10 Jahre, die ich mein Solo-Zeug mache. Aber jetzt im Moment ist es gerade wieder ganz nah, weil ich, ich weiß nicht, hast du bei Patreon schon mal geguckt? Warst du da schon mal? Also ich mache da gerade als Hauptprojekt sozusagen keine Musik, sondern ich schreibe autobiografische Texte, die vielleicht irgendwann mal ein Buch werden. So. Und aber halt nicht müssen, weil ich diese Patrons habe und zur Not schreibe ich nur für die. Also es ist so sehr experimentell. Ich mache halt so mein Ding vor mich hin und habe da jetzt die ersten beiden Texte hochgestellt. Und da schreibe ich eigentlich im Prinzip die Biografie, die sonst keiner schreibt, nämlich die Biografie über die Zeit danach. Ne? Also ich möchte sozusagen schreiben über den Comedown, also über das Runterkommen von Fame.
So. Und dadurch beschäftige ich mich natürlich jetzt gerade wieder wahnsinnig viel, auch mit dieser Heldenzeit. Und schreibe darüber, also jetzt nicht hauptsächlich, sondern auch, ne, in so Rückblicken. Und ja, dadurch ist es jetzt wieder ganz nah. Und du schreibst nicht nur positive Dinge, aber das war ja schon immer dein Ding. Du hast ja mal alle Seiten beleuchtet, so gut es geht. Du hast letztens bei Instagram gepostet, dass es auf der Bühne total super war. Und dann bist du quasi, ich kann es natürlich nicht so schön lyrisch sagen wie du. Und dann hast du dich hingesetzt und du bist in eine Dunkelheit, hast du dich reinfallen lassen, die sich nicht gruselig oder böse anfühlte, sondern einfach nur kühl und ruhig und ermattend und all das. Du hattest schon mal angedeutet, dass du nicht weit entfernt warst von einem Burnout damals, ne? Inzwischen würde ich denken, tief drin, also mit mindestens einem Fuß. Aber so, ja, Burnout ist ja jetzt heutzutage immer so eine, ist auch so ein großer Sammelbegriff, ne? Ich glaube, was es so ein bisschen genauer trifft bei mir, wäre wahrscheinlich Erschöpfungsdepression. So, ne? Das ist so ein bisschen altmodischerer Begriff dafür. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe vielleicht gerade noch rechtzeitig die Reißleine gezogen, bevor es noch schwieriger gewesen wäre, wieder rauszukommen. Hast du sie gezogen oder wurde sie für dich gezogen? Genau das beleuchte ich da jetzt gerade so ein bisschen, ne? Und sagen wir mal, Leute haben mir sehr energisch beim Reißleineziehen geholfen. Leute, mit denen ich verheiratet bin. Aber, und Leute, die quasi, die ich geboren habe. Aber. Weiß nicht, wen du meinst. Nein, also ich, ja, und ich weiß nicht, ich habe natürlich auch, ich habe Therapie gemacht und alle möglichen Sachen, meditiert, war auf Retreats und so, also da haben natürlich viele Sachen reingespielt, ne, um mir da in dieser sehr schmerzhaften Ablösung irgendwie auch zu helfen. Krass, und parallel stehst du halt total im Fokus, weißt du, und jeder kennt dich. Ja, also, na, das, was ich jetzt im Prinzip mache, ist, dass ich darüber schreibe, wie schwer das ist, sowas loszulassen oder auch nicht loszulassen. Loslassen war sowieso schwierig, aber sich davon loszulösen, selbst wenn man es mit Ansage macht. Ne? Also selbst wenn man so wie ich sagt, sehenden Auges, ich möchte diesen Fame nicht mehr, ich möchte ein ausgeruhteres Erwachsenenleben leben. Ich möchte ein gutes Leben leben. Ne? Das war eigentlich mein Impuls und ich habe diese Band, ich hab das geliebt, so, ne? Aber ich wollte halt ein lebbareres Leben für mich und meine Familie. Und selbst dann ist das so schwierig und es wird einem auch so schwierig gemacht. Ne? Also die Welt möchte nicht gerne, dass man nicht immer aufwärts strebt, so, ne? Sondern das ist sehr schwierig und es hat was von einem Drogenentzug und es hat aber auch ein bisschen was von einem Mafia-Ausstieg. So, ne? Also, nicht, also es hat keiner gedroht, mich in irgendwelchen Hafenbecken zu versenken und so, ne? Aber es ist, also sagen wir mal, es gibt Widerstände von außen und von innen, von so einem Erfolg irgendwie in Würde runterzukommen. Vor allem, wenn man so blöd ist wie ich und weiter Musik macht. Ne, also einfacher ist es natürlich, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, wie Kim Wilde zum Beispiel eine Gartensendung macht. Also Kim Wilde hat eine Gartensendung, die kommt auf mich immer total fidel rüber und hat vielleicht es darin leichter gehabt, aber ich habe halt weitergemacht mit der Musik, aber ich wollte es halt sozusagen einfach runterdrehen. Das habe ich bis heute nicht so ganz verstanden, dass du ja tatsächlich direkt hinterher nicht ein, sondern zwei Alben gemacht hast, obwohl es ja hieß, das hat man ja mitbekommen, dass Judith Holofernes will erstmal keine Musik mehr machen. Hey, Judith Holofernes ist wieder da, hat ein neues Album über das Elternwerden gemacht. Und da habe ich gedacht, okay, abgefahren, aber hat sie nicht gesagt, ist das vielleicht eine Entscheidung, bei der du heute, ich glaube nicht, dass du es bereust, aber bei der du sagst, war vielleicht jetzt nicht der beste Schachzug, dieses Album? Ja, es war ein bisschen früh, glaube ich. Aber das Lustige ist, dass gerade an dem Punkt bin ich gerade im Schreiben. Und da habe ich tatsächlich einfach eine Erinnerungslücke. Und es ist ja das Tolle am autobiografischen Schreiben, ne? Dass du auch an so Stellen kommst, wo du denkst,
Und dann habe ich das verstanden und dann habe ich das gewusst und dieses eingesehen, dann war ich so viel klüger. Und dann hast du so einen Schnitt und dann denkst du, und dann habe ich was gemacht? So? Und das hatte ich selbst, ne? Dass ich dann plötzlich wieder im Backstage in Baden-Baden bei einer Talkshow saß und so ein bisschen mir die Augen gerieben habe und gedacht habe, wie bin ich denn jetzt schon wieder hier gelandet? Was habe ich denn gemacht? Und warum? Und das versuche ich jetzt gerade aufzurollen. Aber die kurze Antwort ist sozusagen, die Musik war halt da. Ne? Also ich war unheimlich inspiriert, nachdem wir aufgehört haben. Ich habe dieses Tiergedichtebuch da, Du wälzt vor dem falschen Baum, geschrieben, innerhalb des ersten Jahres und ein komplettes Album. Und das ist ja der Nachteil an all der Freiheit, ist, dass die inspiriert. Und dann hatte ich eben ein neues Album wert sozusagen von Musik. Und ich bin einfach jemand, der seine Sachen auch gerne raushaut. Ne? Der so, ich kann nicht lange auf was sitzen bleiben. Und dann hat aber eben ja irgendwie die Maschine auch sehr schnell wieder sehr stark zugegriffen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das fast Spannendste, das jetzt zu erforschen für mich. Was passiert da? Was sind das für Mechanismen? Ne, also jemandem wie mir, der da so bewusst ist oder das zumindest denkt, ne, wie passiert das, dass das wieder so entgleist? Und dann das zweite Album, ja, du hast recht, ich habe dann ein zweites Album gemacht. Das war im Prinzip auch wieder so. Ich habe einfach Songs geschrieben. Ich habe Teitur getroffen, ne, meinen sozusagen Seelenfreund von den Färöerinseln, habe mit ihm ganz viele Songs geschrieben und wir waren einfach ja so inspiriert. Und natürlich habe ich dann Lust, das zu machen. Und ich hatte eine neue tolle Band mit zusammengestellt und die will man dann auch spazieren fahren und so. Also es bekommt alles so ein Momentum. Und im Prinzip bin ich dadurch auf einem langen, schmerzhaften Weg dazu gekommen, dass ich das so machen muss, wie ich es jetzt mache. Also, dass die Kunst nicht mehr so verknüpft sein darf mit dem, dass das bedeutet, dass ich genau das Gleiche immer wieder mache, dass ich immer genau die gleichen Fehler wieder mache. Also, ich hatte teilweise das Gefühl, meine Musik nimmt mich als Geisel. Also wir fassen zusammen, du hast statt eines kalten Entzugs einen normalen Entzug gemacht und bist zweimal rückfällig geworden. Ja, irgendwie schon. Also ich bin, das klingt so blöd, weil ich bin unheimlich froh über diese Soloalben. Die waren natürlich kein Fehler. Es war einfach nur ein schwieriger Prozess, ne, rauszufinden, wie ich das machen will. Ich habe ja beim zweiten Album auch schon total vieles anders gemacht. Ich habe mein eigenes Label gemacht. Also ich habe mich sozusagen immer weiter rausgeschraubt aus dem Mainstream. Ne? Und das hat auch zum großen Teil schon total funktioniert für mich. Das hat sich auch gut angefühlt. Aber es gab eben immer wieder diese Momente, wo ich dachte, das sieht noch zu ähnlich aus. Ich spiele immer noch das gleiche Spiel. Ich spiele das Spiel nur mit schlechteren Karten, freiwillig. So, ne? Also ich habe mir alles schwieriger gemacht. Ich habe keinen Rückenwind mehr. Ich habe keine Kohle mehr im Rücken. Ich mache fast. Ne, ich mache viel weniger Promo, ich bin so ein bisschen quasi arbeitsunfähig, weil ich bestimmte Sachen einfach nicht mehr machen kann. Warum spiele ich eigentlich, warum gehe ich in den gleichen Ring zurück? So, warum macht man das? Bisschen auch aus Gewohnheit und ja, ich habe ja dann so ein Rücktrittsschreiben geschrieben, irgendwann letztes Jahr, wo ich das quasi mit einem Fanal für mich beendet habe. Und da habe ich dann geschrieben, aus verschiedenen Gründen, unter anderem aus pathologischer Tapferkeit. So, und ich glaube, das trifft's ganz gut. Oh Mann, wenn du heute Guten Tag hörst, was fühlst du dann? Freude. Wie bei übrigens fast allen Helmsongs, glaube ich, oder auf jeden Fall Gefühle. Also ich. Jetzt gerade, ehrlich gesagt, habe ich, glaube ich, die positivsten Gefühle dazu, die man haben kann, nämlich, dass ich mir selbst gerecht werde. Also der kleinen Judith,
die da Guten Tag singt, ne, und ihr Leben zurück will, der habe ich jetzt gerade mit diesem Wechsel zu Patreon eine echt große Freude gemacht. Und auch der Judith, die Ist das so gesungen hat und Müssen nur wollen, die ist jetzt irgendwie sehr, 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 sehr glücklich. Und ich freue mich sehr für sie. Ich mich auch. Diese junge Judith, die das damals gesungen hat, als ich die das allererste Mal gehört habe, also bevor ich sie überhaupt gehört habe, habe ich das Schlagzeug von Pola gehört, wie er da losdrischt. Und da war mir völlig klar, das wird der Hammer. Ihr werdet wahnsinnig lange bleiben. Dann hast du gesungen. Ich kannte den Namen nicht, ich kannte den Song nicht. Was erstmal, hör mal. Das war noch die Zeit mit gebrannten CDs, auf denen nichts draufsteht. Hör mal. Und dann kam plötzlich deine verfremdete Stimme. Und all die Ansagen, und das waren ja wirklich ganz klare Ansagen, da war kein Platz, wir reden drüber, das waren einfach nur Ansagen. Und dann in so einem schönen MDW-Flair und so wuchtig und so hart und trotzdem so weich und so schön, dass ich natürlich das gesagt habe, was jeder zu der Zeit gesagt hat: Wer ist das? Und dann sagt jemand: Wir sind Helden. Und dann habe ich das gesagt, was jeder gesagt hat: Was ist das denn für ein Bandname? Wie seid ihr damals auf diesen endgeilen Namen gekommen? Das war ein bisschen ein Versehen tatsächlich, also nicht ein Versehen. Wir hießen eigentlich ursprünglich Helden und das war tatsächlich so halb wegen Bowies deutscher Version von Heroes und zur Hälfte aber auch so ein bisschen, weil zu dem Zeitpunkt, wie jetzt übrigens gerade auch wieder, der Heldenbegriff sehr ja, virulent war. Ist er ja jetzt gerade auch. Und ich so das Gefühl hatte, also eigentlich war es ironisch natürlich, ne? Ich wollte den aushöhlen und der Name hat natürlich besser zu einer Band gepasst, die keiner kennt. So, ne? Also die Ironie ist ein bisschen verloren gegangen später. Und dann hat sich herausgestellt, dass es schon eine Band gab, die Helden hieß und die gesagt haben, wir dürfen nicht so heißen. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir aber schon diese T-Shirts. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst, mit diesem handgemalten Schriftzug. Ja. Das war ja dann auch der Schriftzug auf ganz vielen Sachen. Das war meine Hand in Fingerfarbe, also in so T-Shirt-Farbe. Und ich hatte eben schon diese ganzen T-Shirts bemalt. Und da stand überall drauf, Guten Tag vorne und hinten, wir sind Helden. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, dann heißen wir halt, wir sind Helden. Das Abgefahren ist, die Shirts gab es dann kurz danach mal bei eBay zu sagenumwobenen Preisen. Irgendwie die ersten 20, die ihr gemacht habt, die gab es dann für so teuer, dass jeder gesagt hat: Ja, nee, okay, dann warten wir, bis die neuen Shirts rausbringen. Und ich habe damals in meiner Heimatstadt beim offenen Radiosender eine Show gemacht mit jemandem, und zwar mit dem, der gesagt hat: Hör mal. So, und ich habe natürlich zu dem gesagt: Hast du noch mehr Songs von denen? Und er hatte Denkmal. Und wir saßen also da in Mecklenburg-Vorpommern und haben gesagt: Okay, ich habe es noch nirgendwo gehört, wir sind wahrscheinlich die allerersten, die diesen Song spielen werden in diesem Bundesland. Wir also die Zuhörer darauf vorbereitet, wirklich episch angekündigt, wie großartig das wird. Und dann kam halt: Sie haben eine SMS-Kurznachricht erhalten. Dann war der Song vorbei und wir waren alle total begeistert natürlich, weil einige am Tisch haben den noch nie gehört. Und dann passierte etwas, was nie in einem Lokalradiosender in Mecklenburg-Vorpommern passiert: Das Telefon klingelte. Und wir guckten so hin und haben gesagt: What? Wie? Das geht? Das Telefon ist wirklich an? Und irgendwie hatten wir dann schnell das hingekriegt, dass die Person auch live war, und die hat gesagt: Ich habe einen Wunsch und eine Frage. Der Wunsch ist, ich will diesen Song sofort nochmal hören, hier mit diesem Vorschlaghammer. Und zweitens: Wer ist das? Und dann haben wir Oh, gesagt: Wir sind Helden. Dann hat die Person gesagt: Was ist das denn für ein Scheißname? Was war denn das für eine SMS-Kurznachricht, und wie kamt ihr darauf, das vor diesen Song zu packen? Ihr habt natürlich jeden DJ damit verärgert, ne? ja, ich weiß. Naja, also das Schöne ist, wir hatten damals mit den Helden ja so eine Art Guerilla-Ansatz an das Bandsein und an unsere eigene Bekanntmachung. Und wir hatten eine Art Bande von Sidekicks. Lustigerweise was ich mir jetzt wieder geschaffen habe. Also ich hoffe, dir ist die Poesie dessen bewusst, dass ich das jetzt nach 20 Jahren quasi mir wieder gebastelt habe über Patreon, wo ich jetzt auch wieder meine Geheimgang habe. Ich habe das nämlich sehr, sehr geliebt, so, ne? Und wir hatten bei den Helden, hatten wir Robins. Also die hießen Robins wegen Batmans Robin. Helden, Sidekicks. So. Und die haben für uns natürlich allen möglichen halblegalen Schabernack betrieben.
Ich erinnere mich an ein Plakat. Zu dem Zeitpunkt kam der Kinofilm raus, Wir waren Helden. Und in Berlin war, glaube ich, jedes Wir waren Helden durchgestrichen mit sind. Das waren unsere Robins. So. Krass. Und die haben eben auch für uns plakatiert. Und dann hat uns irgendwann eine quasi eine Art Chef-Robin, eine junge Frau, angerufen und hat auf meinen Anrufbeantworter bei mir zu Hause gesprochen. Und der Anrufbeantworter hat es umgesetzt in diese elegante, bestimmte Computerstimme. Und sie hat gesagt, Plakate 8. Ne? Also 8 Plakate haben sie geschafft zu kleben, Verhaftungen 0. Ne? Hol den Vorschlaghammer. Obwohl ich glaube, es hat Mission 1 Punkt folgt. Ich weiß nicht mehr genau, was die andere Mission war. Aber die hatten halt so Missionen. Also die hatten offensichtlich gerade ihre Mission für uns erledigt. Und dann hatten wir das ganz große Glück in Mecklenburg-Vorpommern, dass ihr seid auf Rügen aufgetreten. Und es war ganz lange nicht bekannt, wer Vorband ist. Und dann war völliges Ausrasten meinerseits. Clouseau war Vorband. Ja. Und dieser Abend, Clouseau hat da irgendwie zum ersten Mal Chicago gespielt, einen der schönsten deutschen Songs, die es Ja, überhaupt gibt. total schön. Und dann kamt ihr. Und es war natürlich völliger Abriss. Und der bedeutendste und größte Moment war ein Song, der auf dem Album drauf ist. Was glaubst du, welchen ich jetzt nenne? Ich gebe dir noch als Tipp, falls du es noch weißt, plötzlich war alles lasertechnisch in Blau getaucht. Du erkennst mich nicht wieder. Richtig. Ja? Ja. Geil. Ey, das war der Hammer. Ey, wir sind weggeflogen. Also wirklich, das ist sowieso so ein großartiger Song, der so einen tollen Aufbau hat. Wir sind weggeflogen. Ist immer noch einer meiner liebsten Songs von dem Album. Selber. Völlig zu Recht. Bei mir auch. Und dann hatte ich ein mega geiles Zitat von dir gehört. Das zweite Album war mittlerweile am Start. Und dann so, naja, wie das wohl wird. Und na, na, na. Und mal sehen, ob sie das bla, bla, bla. Und du sagtest, ja, mir haben immer ganz viele Leute gesagt, oh, ist so schwer, das zweite Album zu schreiben. Der Druck ist so hoch. Und ich habe gesagt, nö, ich habe es einfach geschrieben und ich war irgendwann fertig. Ja, war auch irgendwie so. Also das war bei mir über die Jahre immer total komisch oder besonders. Also einfach, das weiß ich, weil ich mit anderen Leuten drüber gesprochen habe. Es ist ja nicht so, als hätten wir nicht unter Druck gestanden. Und es ist auch nicht so, als hätte mir der Druck nichts ausgemacht. Tada. Ja, also wie man sieht, irgendwann hat er mich dann doch gekriegt. Aber ich habe es immer geschafft, meine Kreativität davor zu beschützen. Und ich glaube, also erstens ist es wahrscheinlich einfach Glück und sozusagen eine Gabe, aber ich habe mich auch immer viel damit beschäftigt, mit Kreativität und wie die funktioniert. Und das ist ja jetzt auch ein bisschen ein Teil von dem, ne, was ich auf Patreon so, weiß ich nicht, erforsche oder mit den Leuten versuche, fast wie so eine Art, also ich versuche es sozusagen weiterzugeben, aber ich entwickle es gerade erst so, ne? Aber das tatsächlich war das mein großes Glück, dass ich immer Techniken hatte, um, also es ging meiner Kunst immer als letztes an den Kragen. Mir schon, allem, alles, aber ich hatte immer diesen kleinen geschützten Raum, wo ich meine Songs schreiben konnte. Dem konnte irgendwie nicht wirklich was anhaben. Sehr gut. Und das zweite Album startete mit Gekommen, um zu bleiben. Fantastischer Track. Dann habe ich gedacht, geil, die treten beim Echo auf. Den Echo werden nicht mehr viele kennen. Das war früher ein Musikpreis, bevor zwei Hip-Hopper mit antisemitischen Sachen das so ein bisschen zerstört haben. Und da seid ihr aufgetreten mit Max Raabe. Da habe ich gedacht, krass, ich wollte ja tanzen, ich wollte feiern zu der Nummer und ihr habt die so verlangsamt. Weil, und das war immer mein Eindruck bei euch, ihr habt immer eigentlich versucht, das zu machen, mit dem man in dem Moment eben nicht rechnet. Ja, stimmt. Also es war jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht, wie bewusst das war. Also wir haben natürlich einfach alle vier sehr gerne Spaß gemacht. So, ne? Wir hatten einfach große Lust daran, uns Quatsch auszudenken. Und dann war natürlich durch diesen überraschenden Erfolg das auch so, dass wir einfach eine gewisse Narrenfreiheit hatten. Und das hat natürlich total Spaß gemacht. Also wir hatten einfach immer Rückenwind. So, ne? Also sehr. Das nimmt man dann auch irgendwann so hin. Das ist das Erste, wovon man sozusagen lernen muss, danach wieder runterzukommen. Dass einfach alles klappt, was man machen will. Und dass man eben zur Plattenfirma kommt und sagt, führ dahin, möchten wir im Cape. Ja, so. Und die dann immer erstmal denken, ja, wird schon irgendwie Sinn ergeben. Also, weil wir hatten es ja quasi bewiesen, dass unser Quatsch offensichtlich irgendwie ganz gut funktioniert. Das war so ziemlich die Untertreibung des Jahrhunderts. Ja.
Also wenn ich überlege, ihr standet ja bei jedem Festival, wart ihr sehr weit oben. Also wahrscheinlich auch etwas, das, wenn man eine Band gründet, niemals hofft. Vielleicht heimlich, aber dass das dann wirklich passiert. Ihr wart ja überall. Ja, also ich hatte das schon als Teenager auch mir gewünscht. Ne? Es war schon meine so Rock'n'Roll-Fantasie, aber nicht genau das. Weißt du, ich habe nicht darüber nachgedacht, dass ich Festival-Headliner sein würde. Und ich habe nicht darüber nachgedacht, dass ich in den Charts sein würde oder so, ne? Sondern in meinen Fantasien war ich sozusagen in der Factory mit Andy Warhol oder so. Also ich wollte jemand sein, der in Schwarz-Weiß-Dokus vorkommt, so, ne? Als 14-Jährige. Und ich habe nicht drüber nachgedacht, über die vielen, vielen Leute. Weißt du, sondern eher so über die Bezugsgruppe. Also ich war einfach selber auch unheimlich doller Fan, immer von, ne? Von Pop und von Musik und von anderen Songwritern. Und ich glaube, mein Hauptmotor war immer so ein bisschen, dass ich das Gefühl hatte, ich will nah ans Feuer. Ich will da dazugehören. Ich will auch so jemand sein und mit solchen Leuten rumhängen. Und dass man dann aber auch vor 80.000 Leuten bei Rock am Ring spielt, war mir gar nicht so klar gewesen. Und dann können die alle deine Texte. Ja, das war der helle Wahnsinn. Das ist wirklich, ich versuche das ja jetzt irgendwie aufzuschreiben, ne? Und wobei, also wie gesagt, diese Heldensachen nur im Kontrast zu dem, was danach kam, so, ne? Aber es ist jetzt keine Heldenbiografie, sondern wenn es überhaupt ein Buch wird, dann eben eine sehr seltsame Biografie. Ich versuche das zu fassen, was da passiert ist, was das im Körper macht, wie sich das anfühlt und wie lange das auch nachwirkt, ne? Und wie das dann danach ist, wenn man, also was für eine Art von Entzug das dann danach sozusagen bedeutet, selbst wenn man jemand ist, der immer, also ich habe mich relativ gewappnet gefühlt, weißt du, als wir aufgehört haben. Also ich war unheimlich, ich war natürlich herzgebrochen und ganz, ganz tief erleichtert, aber das war sehr persönlich so, ne? Also ich habe um diese Band getrauert. Ich habe nicht gedacht, dass es für mich besonders schwer sein würde, diesen Erfolg loszulassen, weil das wollte ich ja. Das war ja das, was, also ich bin ja, ne, also ich hatte diese zwei Kinder, das hat das praktisch ein bisschen sportlich gemacht, so im Laufe der Zeit. Aber vor allem wollte ich ja eben das nicht mehr sein. Und dann zu merken, wie schwierig es trotzdem ist, davon runterzukommen. Ne? Es ist einfach, es ist ein bisschen wie mit Heroin oder so, weißt du, du kannst ja auch nicht sagen, ich nehme das so, aber weil ich da gar nicht so drauf stehe, ist es für mich nicht so gefährlich. Und sag mal, wie oft im Jahr, und ich hätte auch gerne natürlich eine Antwort, kommt die Frage, wann kommen Wir sind Helden wieder? Also, am Anfang kam die sehr viel, klar, so, ne? Und ich habe es mir schwer gemacht, dadurch, dass ich eben weiter Musik gemacht habe und Konzerte gespielt habe. Und das hat eben ein großes Maß an Tapferkeit gebraucht, so, ne? Weil das war mir klar, dass es lange dauern würde, bis das irgendwie klar ist, dass ich jetzt das mache. Und dass das zwar ähnlich ist, weil es immer noch deutsche Texte hat, weil es immer noch meine Texte sind, weil es immer noch meine Melodien sind, aber es ist eben doch gerade das kleine bisschen anders und es ist noch abseitiger und indiegerer und so, ne? Also es war einfach, ja, es war, sagen wir mal, ein bisschen schwer vermittelbar natürlich vielen Leuten so. Und da wurde ich am Anfang schon oft angesprochen und jetzt ist es ein bisschen so, das hat lange gedauert, aber jetzt habe ich das Gefühl, haben die Leute wirklich das irgendwie gefressen. Also im Prinzip war es eine Frage des Durchhaltens und, oder ich habe ja auch nicht wirklich durchgehalten, aber es war eine Frage des einfach trotzdem Machens und Weitermachens. Und jetzt habe ich das Gefühl, also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie aus Nostalgie ein Foto poste von den Helden im Tourbus, weil es ein Teil meines Lebens ist, den ich, ne, auf den ich völlig ohne Groll und irgendwas zurückschaue, sondern mit großer Zuneigung. Also ich habe diese Band ja sehr geliebt und liebe sie immer noch. Dann dreht das Internet sofort total durch. Und ganz ehrlich, das nervt natürlich so, ne? Weil, also es gibt Leute, die schreiben dann einfach, wie schön, wie toll.
erinnert mich an schöne Zeiten, vielen Dank. Das ist ja toll. Aber es gibt natürlich dann immer auch Leute, die sofort sagen, oh ja, geil, wann kommt ihr zurück und ne, wann macht ihr unbedingt das wieder? Und ich versuche dann immer, das so zu erklären. Also das ist ein bisschen so, als würdest du jetzt ein Bild von deiner Abi-Feier posten bei Facebook und alle deine Freunde würden komplett durchdrehen und sagen, wie geil, du musst unbedingt wieder zur Schule gehen. Was? Also man macht ja, man ist ja älter geworden und man macht ja andere Sachen, die einem jetzt wahnsinnig wichtig sind. So, ne? Und die meint man ja ernst. Also das ist ja jetzt nicht so, als würde ich seit 9 Jahren quasi der Pausenclown in meinem eigenen Leben sein. Weißt du? Sondern da steckt ja wahnsinnig viel Herzblut und Energie drin. Und wenn man dann sozusagen so eine kleine Tür aufmacht und dann geht es irgendwie los mit, kannst du bitte alles, was du jetzt machst, seit 9 Jahren stehen und liegen lassen und wieder das machen, was du bis Ende 20 gemacht hast? Also ich kann es gut verstehen. Ich weiß, das ist Nostalgie und so funktioniert die. Aber es ist schwer fürs Herz, auf jeden Fall. Aber wenn jetzt MTV sagen würde, wir hätten ein Helden unplugged, einmalig zurückkommen, würdest du überlegen oder würdest du direkt sagen, nee? Also ich würde im Moment sagen, zu allem nee, tatsächlich. Aber ich schließe das für die Zukunft überhaupt nicht aus. Aber weißt du, ich bin einfach, ich glaube, ich bin auch zu sehr. Ich bin schon ein Luftmensch, ne? Also mein Element ist Luft. Ich verändere mich auch ganz gerne. Also ich bin nostalgisch und ich liebe auch sehr innig und ich bin sehr anhänglich. Und ich habe 5 Jahre von 12 Jahren, wir sind Helden, gebraucht, um zu merken, dass das nicht mehr zu meinem Leben passt. Ich habe es quasi 5 Jahre über den Durst gemacht, weil ich es so sehr geliebt habe. Und ich bin total froh darüber. Wir haben unsere schönste Platte, zwei schönsten Platten in der Zeit gemacht, so, ne? Also, nee, die schönste finde ich, es bringt mich nach Hause. Und meine andere Lieblingsplatte ist tatsächlich die Reklamation, glaube ich. So, ne? Aber ich bin sehr froh, dass wir das noch gemacht haben. Aber ich habe alles gegeben. Und ich habe sozusagen meine Trauerarbeit über diese 5 Jahre gemacht. Und da sind viele Tränen geflossen und so, ne? Und wenn ich dann aber was beendet habe, dann bin ich auch jemand, der einfach relativ viele neue Ideen hat, was er so machen will. Und man denkt immer so, wir würden uns jetzt auf die Bühne stellen und einfach so ein Konzert spielen. Das wäre aber nicht so, ne? Das wäre, wenn wir sowas machen würden, dann würde das für 2 bis 3 Jahre alles andere platt machen, was wir eigentlich gerade machen. Also du kannst dir die Ausschließlichkeit von so einer Band nicht vorstellen. Das ist nicht so, dass das nicht, also es wäre völlig lebensverändernd, das wieder zu machen. Und deswegen, also ich denke, wenn das irgendwann wieder dran ist, dann werde ich es wissen, so, ne? Aber jetzt im Moment bin ich endlich mit meiner Solokarriere da, wo ich mich hingewünscht hätte, wenn ich geahnt hätte, dass ich überhaupt einen machen will. Wusste ich ja nicht, als wir aufgehört haben. Und jetzt wahrscheinlich schreibe ich jetzt ein Buch und jetzt habe ich da meine Patrons und bin, also ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, ich bin jetzt da, wo ich mich, ich habe mir endlich gegönnt, mir sozusagen das alles so zu bauen, wie ich das brauche, um wirklich als Künstlerin, ja, eben nicht nur diese krassen Ausschläge zu haben, weißt du, diese Euphorie von so einem großen Erfolg, sondern das, was ich mir wünsche, ist ein kontinuierliches Künstlerleben. Das ist ja mein Leben. Ich will das ja einfach machen. Wir spielen Erkenne 5 deiner Songs anhand von 5 Worten. Oh, Worte, die zusammenhängen oder Worte irgendwelche? Worte, die zusammenhängen, du hast Glück. Gut, 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 gut. Bist du bereit für das Erste? Ja. Vielleicht ist es wirklich nur. Vielleicht ist es wirklich nur ein Ja, aber ich will niemals fragen, wo ich war, wenn es passiert. Richtig. Ich liebe dieses Lied. Das ist so schön. Ich habe das mal ausgewählt in meiner Heimatstadt für den letzten Schultag. Und das war dann damals beim Regionalfernsehsender, wurde das dann regelmäßig gezeigt mit den schönsten Bildern des letzten Schultages. Und wir haben so viele Mails bekommen. Wer ist die Band? Wie heißt der Song? Also wirklich großartig schön. Ich habe gestern an diesen Song gedacht,
Weil ich ja eben diese autobiografischen Texte da drüben gerade schreibe auf Patreon. Und ich habe genau darüber nachgedacht, ne, warum ich in diesem ersten Jahr, nachdem wir aufgehört haben, mir das so leicht gefallen ist, nach all dem, was daran traurig war, ne, und warum ich so erstmal mir das so leicht gefallen ist. Und dann musste ich an diesen Song denken. Und ich glaube wirklich, weil ich da war, als es passiert ist. Also ich hab nicht das Gefühl, irgendetwas von dieser Heldenzeit nicht mitgenommen zu haben. Weißt du? Ich habe zero Du hast regrets. dir selber eine Zukunftsbotschaft geschickt. Ja. Wie gruselig. Ja, gruselig, aber auch wunderschön. Bereit für Nummer zwei? Ja. Es gibt nichts, was die. Es gibt nichts, was die Liebe versau. Es gibt nichts, was die Liebe erhält, wie ein Schatten, der auf sie fällt. Das ist so weit gekommen von meinem zweiten Soloalbum. Ich bin das Chaos. Richtig. Und ich male uns beide. Oh, und ich male uns beide als Umriss aus Kreide auf den Asphalt. Das ist, du erkennst mich nicht wieder. Auf die Reklamation. Genau. Ich möchte fast meinen, mit die schönste Zeile, die du je geschrieben hast. Also Danke. diese Worte, die habe ich selber so oft schon gesungen in dem Gesangsspiel, was wir sonst machen, weil ich das so schön finde. Oh, Schnief. Weiter geht's. Muscheln fallen aus ihrer Hand. Ha, weißt du, warum ich das wie aus der Pistole geschossen jetzt sagen kann? Ich habe gestern für meine Patrons, für meine Unterstützer einen Podcast aufgenommen. So einen, ich mache immer so Frage-Podcasts. Und da hatte jemand gefragt, genau nach dieser Textstelle, ich weiß, es ist eine Anspielung und ich weiß, es hat was mit Bob Dylan zu tun. Und was ist es für ein Dylan-Song, auf den sich der Song bezieht? Und deswegen habe ich gestern gerade habe ich diese Antwort eingesprochen. Das ist die Ballade von Wolfgang und Brigitte. Und das ist auf Bring mich nach Hause. Das ist übrigens ein Song, von dem es eine Coverversion von Marianne Rosenberg gibt. Sei nicht, Ich weiß. soll man nicht unter den Tisch fallen lassen. Und der Song, auf den es sich bezieht, ist Sarah von Bob Dylan. Tatsächlich übrigens war das für mich der traurigste Abschiedssong auf dem Album, weil und ich mag deine Adlibs kurz vorm Finale, wenn du einfach nur ah, und so weiter singst, der Weg zum Finale. Oh Gott, das ist so schön, Juli, da habe ich fast geweint beim ersten Mal, weil es so schön war. Das ist schön. Du hast auch schon 4 von 5 richtig erraten und das heißt, jetzt kommt schon der letzte. Bist du bereit? Ja. Aber du weißt nicht wie. Du weißt es. Oh, du weißt nicht wie, du weißt, was könntest du mir? Es ist okay, also es ist kaputt. Richtig. Auf so und so. Judith, vielen, vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst im Web-Talk Show weit weg Interview. Du warst eine der ersten 10 Gäste, die ich mir für dieses Format 2015 gewünscht habe. Und ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Du bist und bleibst für mich die Speerspitze der deutschen Lyrik. Es gibt niemanden in diesem Land, der bessere Texte schreibt als du. Das ist meine persönliche Meinung, die müsst ihr nicht teilen, aber so sehe ich das. Vielen Dank, dass du hier warst. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in einer Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Für euch gilt, die Welt ist ein wunderschöner Ort. Bitte sorgt dafür, dass es so bleibt. Bis zum nächsten Mal. Ich, Judith Holofernes, finde das deutsche Schulsystem nicht so geil, als dass man ganz, ganz dringend und ganz, ganz schnell versuchen müsste, da möglichst schnell zu dem zurückzukommen, was man vorher hatte. Wollte ich mal sagen.